Es ist gegen 11:15, als in einer Straßenbahn im Westen Utrechts mehrere Schüsse fallen. Noch sind die Umstände unklar. Ein Mensch ist getötet worden, mehrere sind verletzt. Was wir bisher wissen, ist, dass in jedem Fall ein Täter flüchtig ist. Das bedeutet, dass unsere gesamte Aufmerksamkeit nun darauf gerichtet ist, den Täter zu finden. Wir können in diesem Augenblick einen terroristischen Hintergrund nicht ausschließen. Das bedeutet, dass für die Provinz Utrecht die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen worden ist. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht te verhogen naar niveau 5. Zudem habe es an mehreren Stellen Schüsse gegeben. Am Mittag sichern Antiterroreinheiten eine Wohnung und klar ist auch, ob es sich nur um einen oder mehrere Täter handelt. Die Polizei veröffentlicht um kurz nach 14 Uhr einen Fahndungsaufruf nach dem türkischstämmigen Gökman Tanis. Das mutmaßliche Fluchtfahrzeug ist offenbar verlassen aufgefunden worden. Das ist besorgniserregend. Ich bin auf dem Weg zum Krisenstab, um die weiteren Schritte zu besprechen. Sicherheitskräfte haben Schulen und Universitäten angewiesen, die Türen geschlossen zu halten. Die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben. Krankenhäuser sind in Alarmbereitschaft. Die Sicherheitskräfte unter anderem am Flughafen Amsterdam und dem Bahnhof Rotterdam wurden aufgestockt.